Liebe Hörbehinderte, ich freue mich, euch alle herzlich zu begrüßen. Weihnachten beginnt vor Weihnachten und Weihnachten geht weiter in ein neues Jahr, in die Zukunft. Weihnachten möchte uns begleiten auf unserem Lebensweg. Jetzt gehen wir nachher in die Kirche und schauen, wo Weihnachten beginnt. Nachher begegnen wir Jesus in der Krippe. Und später kommen die drei weisen Männer. Wir sprechen auch drei Könige. Und die drei weisen Männer wünschen uns für unser Leben gute Wegweiser. Das ist eine wichtige Begegnung. Gott begegnet dem Menschen. Gott sagt zu Maria, du bekommst ein Kind. Dieses Kind soll Jesus heißen. Und Maria fragt, wie? Ich bin noch nicht verheiratet. Der Engel sagt, Maria, hab keine Angst. Gott begleitet dich. Da ist Josef. Er ist von Beruf Schreiner. Plötzlich hat Josef ein komisches Gefühl. Er überlegt, warum ist Maria schwanger? Und in der Nacht hat Josef einen Traum. Der Engel sagt zu Josef, hab keine Angst. Nimm Maria zu dir und begleite Maria und das Kind. Hier sind wir bei den Sternen. Deuter, früher haben kluge Menschen überlegt, warum die Sterne oben, wieso? So haben auch die drei Sterndeuter überlegt und sie suchen und sie begegnen einem wichtigen Stern. Dieser Stern zeigt den drei klugen Männern den Weg zur Krippe. Hier sind zwei andere Könige, zwei andere Sterndeuter. Sie haben wieder
andere König ein Geschenk. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese drei Könige sind Vertreter von Afrika, Europa und Asien. Vor 2000 Jahren sind das die großen Erdteile. Sie bringen Geschenke von ihrem Erdteil. Sie alle suchen den Weg zur Krippe und zu Jesus. Der Stern zeigt diesen drei Königen den Weg zur Krippe. Wir gehen auch den Weg zur Krippe und möchten Jesus begegnen, gleich die drei Könige. Da ist die Krippe. Jesus ist in Bethlehem geboren. Hirten haben Jesus gesucht und gefunden. Auch die drei Könige sind zur Krippe gekommen. Alle freuen sich sehr. Die Krippe ist ein wichtiger Ort. Alles ist da. Die Tiere, dann die Menschen, alte Menschen, junge Menschen, kluge Leute und auch ganz einfache Menschen. Und in der Mitte ist ein großes Geheimnis. Das Geheimnis der Liebe. Gott begegnet den Menschen im kleinen Kind. Das ist das Weihnachtswunder für alle Menschen, die Jesus suchen. Das ist der Stern von Bethlehem, kommet ihr Leut von nah und fern. Es ist der schönste Stern der Welt, kommet ihr Leut von nah und fern, kommet ihr Leut von nah und fern. Liebe Hörbehinderte, jetzt sind die drei Könige zu uns gekommen. Wir möchten allen einen herzlichen Gruß euch schicken in das neue Jahr mit den besten Wünschen. Zuerst kommt König Melchior. Er hat Gold. Und Gold ist nicht nur Geld, sondern Gold gibt es auch in unserem Herzen. Eine Bronze ist Gold, war wir unserem Leben. Schaffen sind
die Harte in der Hut verbinden miteinander. Wünsche, dass ein neues Jahr weiter diesen Verbindungen deinen Erben. Das sind Perpetuum zwischen Gott und Menschen geworden. Das war für das Treffen und Verkommen. Das ist König Kaspar. Kaspar bringt Weihrauch. Weihrauch ist die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Und so sind die Wünsche von unserer Königin Kaspar für unser Leben, für unsere Begegnung. Dieser König kann nicht gebärden. Darum, ich habe gemietet, er ist hörend, er ist der Sakristan von unserer Kirche. Darum herzlich willkommen bei den Hörbehinderten. Er ist ein guter Vertreter für alle Menschen, die Hörenden und Hörbehinderten. Er bringt Myrrhe. Myrrhe ist eine gute Salbe für Verletzungen oder Heilung. Gott möchte auch uns Menschen fein und heilend machen. So wünsche ich allen Hörbehinderten und Hörenden gute Versöhnungs- und Friedensmomente in unserem Leben. Das wünsche ich allen für das neue Jahr. Alles Gute im neuen Jahr. Behüt euch Gott und bleibt gesund.